Wir haben ein Tor und unsere Schlitterdackel. Mit unseren Schlitterdackeln wollen wir jetzt probieren, durch das Tor durchzuschlittern. Okay? Relativ einfach. Total einfach. Ich stelle mich jetzt einfach hier davor. Tor. Ganz so einfach ist es doch nicht. Okay. Ich darf mir nämlich aussuchen, wo Stefan anfängt zu schlittern. Okay, dann wo soll ich anfangen? Genau, hier. Auf dem Flügel vom Albatros. Na, mal gucken. Ich hopp mich dazu ein bisschen hin und... Oh, immer noch das Tor. Nicht schlecht. Puh, Glück gehabt. Okay, wir können das Tor auch einfach umstellen. Ich mache das jetzt ein bisschen enger. Jetzt wird es schwieriger. Darf ich das jetzt aussuchen, die Startposition? Ach so. Für dich? Okay. Okay. Weil du es ja selber schon so schwierig gemacht hast, startest du von hier. Okay. Uiuiui, ui, das ist ganz schön eng. An den Pfosten. Okay, aber wir haben den ja geschlittert, ihr zu Hause auch, und ihr habt den auch gerollt. Wollen wir den mal wieder ein bisschen weiter auseinander machen und den rollen? Das ist eine gute Idee. Also, dann lass mal. So, mal ist ein bisschen einfacher. Darf ich anfangen? Genau. Einfach von hier? Ja, mach einfach von da. Wieder einfach ausprobieren. Uiuiui. Ui, ui. Mehr das geschlittert war so ein Schlitterroller. Als gerollt. Okay, du bist dran. Okay, da auch von der Position? Ja. Okay. Ich habe vorher geübt. Boah, nicht schlecht, Stefan. Also, ihr seht schon, ihr könnt die Tore ganz verschieden hinstellen. Ihr könnt euren Schlitterdackel schlittern, ihr könnt ihn rollen. Ihr könnt das alleine spielen oder mit jemandem zusammen. Also baut euch einfach auch ein paar Tore. Die können auch kreuz und quer im Zimmer verteilt sein. Und dann könnt ihr das auch spielen.